Der Verein Bürger für Bürger, der hat ja angefangen im Kampf gegen Behördenpropaganda. Wir haben gesagt, wenn eine Abstimmung ist, dann geht es nicht an, dass Behörden, die Regierung, unsere Steuermittel dafür verwendet, um die Abstimmung in ihrem Sinn zu manipulieren. Schauen, dass eine Abstimmung so ausfällt, wie es im Interesse der Regierung ist. Das hat mit der Demokratie natürlich überhaupt nichts zu tun. Das hat rein nichts zu tun. Und das Problem besteht auch heute noch. Das hat sich ja in dem Sinn nicht verbessert. Trotz unserer Bemühungen, trotz unserer Initiativen ist es nicht gelungen, Behörden, den Bundesrat oder auch die kantonalen Behörden zurückzubinden. Die tun im Gegenteil deutlich mehr Mittel einsetzen, um ihre Abstimmungen oder die Abstimmungen in ihrem Sinn durchzuführen und zum Ergebnis zu bringen, das ihnen passt. Das ist absolut demokratiefeindlich. Was dabei ja auch immer mit ihnen spielt, das sind Medien. Medien, die da willfährig mitspielen und das unterstützen. Wir haben bei unserer Initiative haben wir bewusst nicht Medien ins Visier genommen. Einfach darum, weil wir Meinung hatten, der Bundesrat, die Regierung, die könnte man mit einem Gesetz regeln, mit einem Verfassungsartikel könnte man da regeln, dass die schweigen müssen. Die Medien sind zum grössten Teil privatrechtlich organisiert. Tagesanzeiger, NZZ oder auch Radiostationen, Fernsehstationen sind in der Regel privatrechtlich organisiert. Ein Unterschied besteht natürlich bei der SAG, bei unserem Radio Fernsehen, der staatlichen. Wobei die behaupten, sie sagen nicht staatlich, sie sagen unabhängig und frei und haben mit dem Staat gar nichts zu tun. Aber, das mag vielleicht rechtlich zutreffen, aber die sind natürlich finanziert durch Zwangsgebühren. Da werden wir heute ja noch etwas hören davon, oder? Zwangsgebühren kommen die über. Und zudem werden unsere Steuergelder eingesetzt. Also wir tun es eigentlich doppelt finanzieren. Einerseits über unsere Steuern und andererseits dann über die Belaggebühren. Das sind heute auch Steuern, das nämlich auch das wissen Sie, dass vor kurzer Zeit Gesetze geändert worden sind, dass die Radio- und Fernsehgebühren unabhängig, ob man ein Radiogerät oder ein Fernseher besitzt, bezahlt werden muss. Das heisst, man ist weggekommen von einer Gebühr. Eine Gebühr ist immer ein Entgelt für eine Leistung, die man überkommt. Und wenn man die Leistung nicht überkommt, muss man die Gebühr nicht zahlen. Und dann haben sie es geändert und haben gesagt, ja, jetzt machen wir eine Steuer draus, dann können wir noch ein bisschen mehr einsacken. Vor allem kann man dann die Kirchen dafür auch noch belangen. Man kann Firmen vor allem, um Firmen ist es vor allem gegangen, die kann man auch noch belangen. Also die Medien, die Radio, Fernsehen, die spielen seit einiger Zeit eine Rolle, die also unglaublich stark unser Leben eingreifen. Und früher hat man ja gesagt, das sei die vierte Macht. Ich denke, heute kann man sagen, das ist zur ersten Macht geworden. Wir haben die Medien zwar nicht gewählt, wir haben auch nicht gesagt, sie sollen kommen und die erste Macht werden. Aber sie haben heute eine Position, wo sie bestimmen, in welche Richtung dass es gehen soll. Und
Das ist eigentlich auch das Thema, das wir jetzt heute natürlich hören oder uns zusammen miteinander unterhalten wollen. Wir wollen uns überlegen dabei, was ist eigentlich das, was die Medien, vor allem eben jetzt das Schweizer Radio, das Schweizer Fernsehen, was ist das, was die machen? Tun die sich engagieren für den Frieden auf der Welt? Oder ist das eher Kriegspropaganda, die die betreiben? Ich glaube, diese Frage werden wir nach dem Referat miteinander beantworten können. Vielleicht nur so viel Friedensjournalismus. Das ist ein Journalismus, der sich bemüht, Tatsachen so darzustellen, dass der Zuhörer, der Zuschauer sich ein sachliches Bild machen kann von den Verhältnissen. Das ist ein Journalismus, der nicht gegen die einen hetzt und die anderen lobt, sondern der eher vermittelnd wirkt. Das ist ein Journalismus, der den Bürger hilft, die Hintergründe von einer Problematik zu verstehen. Ich denke, wenn Sie den Vortrag gehört haben, werden Sie wissen, was oder welchen Journalismus das Schweizer Radio, das Schweizer Fernsehen betreiben werden. Heute haben wir einen Referent, der viel Erfahrung hat in dem. Der Herr Vital Burger ist bei uns. Er ist Anwalt von Beruf. Er hat in vielen Organisationen, die ähnlich arbeiten wie Verein Bürger für Bürger, bereits mitgewirkt. Er war zum Beispiel im Alpenparlament aktiv dabei gewesen. Er hat bei Schall und Rauch mitgewirkt. Im Zeitenpunkt ist er auch aktiv gewesen. Also er ist in verschiedenen Organisationen, die Sie vermutlich auch kennen, aktiv. Und dann ist er nebenbei, ich weiß nicht, ob man kann sagen nebenbei, ist er auch im Freundeskreis Schweiz-Iran. Das müsste er Ihnen dann selber vorstellen. Aber zum Thema steht heute natürlich nicht die Aktivitäten, sondern zum Thema stehen heute das schweizerische Radio und Fernsehen, Propaganda, Manipulation in unseren Schweizer Medien. Ich werde Sie bitten, den Herr Vital Burger mit einem Applaus ganz herzlich zu begrüßen. So, vielen herzlichen Dank für die netten Einleitungsworte von Markus. Der Grund, weshalb ich hier als Redner bin, ist einerseits mein Engagement, wie gesagt, bei Alpenparlament TV, wo ich diverse Male moderiert habe, unter anderem, aber auch mein Engagement in Syrien und Iran. Ich war im Dezember als zweiter Journalist in der Schweiz in Syrien zugelassen und habe dort Aufnahmen machen können, um mir ein Bild vor Ort der Lage vor Ort machen zu können. Wir haben hier, ich rede hier von einer Analyse über einen Bericht, einen Angriff auf einen syrischen Hilfskonvoi, der stattgefunden hat, und dieser Anlass wurde untersucht von einem Kollektiv aus Zürich. Leider hatte niemand von diesem Kollektiv den Mut, ihre Befunde hier vorzutreten, weshalb ich eingesprungen bin. Kommen wir zur Propaganda. Was ist Propaganda? Kommen wir zu SRG. Als erstes haben wir den Begriff von der SRG, was sie eigentlich sein sollte.
Die SRG trägt zur freien Meinungsbildung des Publikums durch umfassende, vielseitige und sachgerechte Information, insbesondere über politische, wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge dar. Also das wäre eigentlich der Auftrag der SRG. Also das ist auch die Konzession, die wir dann noch später sehen werden. Ganz am Schluss werde ich dann ein bisschen zeigen, wie die Struktur der SRG ist. Die SRG hat eine Konzession und immer wenn man eine Konzession hat, da muss man sich dem Willen des Konzessionärs fügen. Also derjenige, der die Konzession gibt, der sagt auch, wie die Musik läuft. Was ist Propaganda? Propaganda, das Wort selbst kommt aus dem Lateinischen. Das ist ein Kirchenbegriff aus dem 15. Jahrhundert. Also es gibt eine Propagandaschrift aus der Kirche und die hat sich dann entwickelt auch auf Kriegssachen. Hier sehen wir ein typisches Bild der Propaganda vom Ersten Weltkrieg. Man sieht hier oben der Deutsche, der da als Barbar dargestellt wird. Dazu mal mit diesen, sagen wir, Erst-Weltkrieg-Comics. Die Deutschen haben zurückgeschlagen, jeder Stoß ein Franzose, jeder Tritt ein Brit, jeder Schuss ein Russ. Also das ist so diese Art von Propaganda, um die Deutschen zum Krieg zu begeistern. Die übrige Diffamierung von dieser Allianz, der Deutsche, der Türke und der Österreicher. Dann kommen wir wieder mal, der Hund ist still watching, also die Deutschen werden als Hunden dargestellt und man bietet doch bitte Geld für den Krieg bereitzustellen. Interessant ist die Parallelen wie vor 100 Jahren. Man hat auch vor 100 Jahren schon die Wichtigkeit der Ukraine gesehen und schon dazu mal haben gesagt, der Weltfriede liegt in der Ukraine. Aus dem Westen nichts Neues, also seit 100 Jahren hat sich da nichts geändert. Ich habe die Karte neu gefunden, um zu zeigen, wie auch die geografischen Propagandas genau gleich sind. Es geht nach wie vor um Ukraine, es wird nach wie vor um die geografischen Schlüsselpunkte Syrien und Iran gehen, wie üblich. Dann kommt man zum Zweiten Weltkrieg, da hat man die gleiche Propaganda, wieder auf deutscher Seite mit Bildern. Auf der amerikanischen Seite das Gegenteil. Dann typisch, wie man die normale Bevölkerung in den Krieg einzwingen will. Man sagt, jeder kommt zu deinem Platz, nimm deinen Platz ein. Bis Anfang des Zweiten Weltkriegs hat man das hauptsächlich mit der Bildsprache gemacht, mit der visuellen Kommunikation. Und die Enlisting von den Amerikanern und jetzt ist interessant, 1936, 37 kamen zum ersten Mal die Übertragung mittels Fernseh auf. Das ist eine Fernsehkamera bei der Olympischen Spiele in Deutschland. Denken Sie dann, wir reden jetzt von 1936. Und bereits 1936 hat es diese Bildkinos gegeben, das ist ein Großbild sogar. Heute lachen wir über Großbilder, hat jeder zu Hause, aber dazu mal war das Großbild der damaligen Zeit. Es geht einfach darum zu wissen, die Propagandamethoden haben sich geändert. War es früher Bilder, stehende Bilder, kommen jetzt bewegte Bilder dazu. Und ganz wichtig und gemeistert hat es auch dieser Herr bei der Radioübertragung. Also die Radioreden waren seine Reden waren radiogerecht aufgebaut. Also wir sehen, wir gehen weg von der visuellen Propaganda zu der audiovisuellen Propaganda. Dann kommt der Vietnamkrieg. Da war der große Fehler passiert, dass die amerikanische Regierung die Journalisten einfach machen gelassen hat und dann kam dieses berühmte Bild von einem Napalmangriff. Die Amerikaner haben gelernt. Ah, hier haben wir noch diese beim Abzug dann der Amerikaner, wie sie diese Hubschrauber in das Meer schmissen, weil sie keinen Platz hatten. Jedes Mal 1 Million Franken zum in den Franken. Dann kamen die
neue Form von Propaganda mit dem ersten Irakkrieg. Man hat den Krieg als Abendunterhaltung verkauft. Man hat gesehen, tolle Bilder von schönen Einschlägen, präzisen chirurgischen Schlägen, wie man das hier verkauft hat. Sie waren überhaupt nicht präzise. Es war einfach eine Riesenshow für das heimische Publikum. Das war es. Kriegstechnisch war das überhaupt nicht von Relevanz, sondern man produziert Krieg für, als Show. Nochmals Bilder von Bagdad. Und es wurden extra so gemacht, weil hier war das berühmte Hotel, wo all die Journalisten zu Hause waren. Da hat man dieses Bild schön machen können. Also mediengerecht aufgearbeitet. Und im Gegensatz zum Vietnamkrieg hat man jetzt eingebettete Journalisten gehabt. Also Journalisten durften nur noch unter Begleitung und Überwachung mitkommen. Wir Schweizer kennen dieses Phänomen. Wir waren mal vor 500 Jahren die Schlägertrupp von Europa. Also wir waren die Talibans von Europa. Das sind Söldner. Deshalb gibt es auch übrigens die Garde vom Papst. Wir waren vor 500 Jahren bekannt als diejenigen, die, wenn man Geld gibt, geschlägert haben, ohne zu fragen. Genau gleich, was heute in Syrien auch der Fall ist. Das hat mir der ehemalige Botschafter im Iran, Schweizer Botschafter im Iran gesagt. Die hatten vor 3 Jahren, waren es noch 1800 Dollar, die jeder Söldner gekriegt hat, plus 50.000 Franken im Dollar im Falle eines Todes. Als ich in Syrien war im Dezember, war der Betrag bereits auf 400 Dollar pro Monat gefallen und ohne die übliche Zulage. Also das Söldnerwesen, das kam wieder auf. Blackwater Academy etc. Wir hatten auch eine Firma in Basel und Gott sei Dank ist sie dann wieder weggezogen. Ich selber kenne Leute aus dem Kanton Luzern, die als Söldner arbeiten. Wir haben im Kanton Luzern sogar einen Piloten gehabt, der von der Schweizer Luftwaffe im FZ-18 ausgebildet wurde und dann im Irakkrieg eingesetzt wurde. Also dank unseren Steuergeldern von über 1 Million Franken, die Ausbildung eines solchen Mannes kostet, hat man im Irak dann Krieg geführt. Also so unschuldig sind wir gar nicht. Und dann kommen jetzt diese mediale Aufbereitung. Wenn man weiß, wie dieses Bild zustande gekommen ist, dieser Flugzeugträger wurde nur ein paar Kilometer vor der Küste von Los Angeles stationiert, schön in den Wind. Und den Bush hat man in das langsamst mögliche Flugzeug gesetzt, damit er da auf diesem Flugzeugträger landen konnte. Und hier ging es nur um das eine Wort, hier Mission Accomplished, nur das. Accomplished wurde überhaupt nichts, also die Irak wurde weder befriedigt noch sonst irgendetwas, sondern Irak war dann der Nährboden, um die ISIS zu machen. Aber Sie sehen, Krieg wird nicht mehr um des Kriegs willen geführt, sondern nur um die Bilder und Propaganda. Übrigens so, was Flugzeugträger anbelangt, bevor die Schweiz die FA-18 gekauft hat, durfte auch Bundesrat Villiger vor der Küste von Los Angeles ebenfalls auf einem solchen Flugzeugträger landen. Also das war so ein Highlight vermutlich in seinem Leben als Bundesrat. Dann, jetzt im Syrienkrieg, haben wir eine weitere Propagandatruppe. Man sieht weiß, die Farbe des Unschulds, mit Lampen und sehr gut aufgemacht, dynamische Bilder. Wenn man weiß, wer diese Weißhelme gegründet hat, das war ein britischer Söldner, das mal mit britischem Geld, über 100 Millionen Franken, haben Deutschland, England und Niederlande in diese Organisation reingepumpt. Bezeichnenderweise arbeitet sie nur dort, wo die Rebellen sind. Sie nennt sich aber Rettungsorganisation, das ist sie überhaupt nicht. Es gibt eine echte syrische Rettungsorganisation, aber die arbeitet dann überall. Also man sieht, das ist schön aufgemacht für westliche Augen. Im Hintergrund Chaos, Weißhelme, natürlich für die Fotografen wichtig, angezündetes Licht, nützt hier überhaupt null nichts. Ein Kind, das gerettet wird, das ist sowieso immer, wenn sie Fotos oder Bilder sehen mit Kindern, immer aufpassen, auf das sind die Leute sehr sensibel. Und was sind die Weißhelme wirklich? Und hier sehen Sie, die haben damit den Al-Qaida und ISIS-Leute gefilmt. Das ist im Prinzip eine Propaganda-Organisation von der ISIS gewesen.
Wir kommen dann, um diesen Angriff geht es eigentlich, dann auf diesem Luftangriff auf diesen Hilfskonvoi in Syrien. Und da hatte dann die Schweiz am 20. September darüber berichtet. Am 20. September gab es 4 Sendungen, die darüber berichtet haben. Tagesschau am Mittag, Tagesschau Hauptausgabe, Sendung CVC und Echo der Zeit. Wir werden dann sehen, wie sie berichtet haben, mit welchen Stilmitteln etc. das von sich gegangen ist. Markus hat mich gebeten, dass wir diesen Vortrag in einem Sinn von einem Seminar machen. Wir werden die einzelnen Abschnitte durchgehen und dann jeweils einen Halt machen für Fragen, die geklärt werden müssen oder dürfen. Und ich bitte Sie dann, ins Mikrofon zu sprechen, weil wir diesen Vortrag hier aufzeichnen. Kommen wir jetzt zur Übersicht für die medialen Techniken. Es gibt 4 Formen der medialen Technik. Es gibt die redaktionellen Techniken. Das erste ist die Themenauswahl. Typisch im Schweizer Fernsehen, man berichtet über gewisse Sachen, die wichtig sind, überhaupt nichts. Vor einem Jahr haben ungefähr 150.000 Ukrainer sind nach Kiew gelaufen und für den Frieden, man hat null nichts darüber berichtet. Vor 14 Tagen sind israelische Kampftruppen nach Zypern gegangen und haben dort in den Bergen trainiert. Man hört null nichts darüber. Also es wird sehr viel, was eigentlich wichtig wäre, wird ausgelassen. Genau die ganze Geschichte mit der neuen Seidenstraße, die für uns Schweizer hochwichtig ist, wird ausgeblendet. Es gibt viele Themen, die für uns von Relevanz wären, die nicht behandelt werden. Also eine Methode ist die einseitige Auswahl der Themen. Schlagzeilen ist die andere. Schlagzeilen sind ja sehr wichtig. Es gibt Zeitungen wie der Blick, die leben von den Schlagzeilen. Man hat Zeit, die Schlagzeilen zu lesen und dann hat es. Mit dem kann man die Aufmerksamkeit des Zuhörers, Zuschauers erregen oder man kann ihn ablöschen. Oder man kann sagen, okay, das lese ich sowieso nicht, weil das interessiert mich nicht. Dann ganz wichtig, die Konfliktparteien. Lassen wir den Gegner oder denjenigen, der betroffen ist, überhaupt zu Wort kommen. Das ist eigentlich der Grundsatz eines jeden Journalisten, auch eines jeden Anwalts etc. Man hört immer, was die Gegenpartei auch zu sagen hat. Man hört nie nur auf die eine Partei. Und dies ist ein Grundsatz, wie wir das sehen, das wird von den Schweizer Medien konstant missachtet. Man berichtet nur immer über die eine Seite. Und wenn man über die andere Seite berichtet, dann berichtet man meistens nur im negativen Sand oder lasst sie vor allem nicht zu Wort kommen. Drittquellen, wer sagt etwas, wer darf etwas sagen? Auch hier ist es ganz einfach. Mir hat mal der Karr gesagt, das war ein ehemaliger Stromboss von der Axpo. Bei den Gutachtern muss man gut darauf achten, wen man auswählt. Also es ist ganz klar, jeder Gutachter weiß, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Wenn ich bei demjenigen, der mir das Gutachten bestellt, nicht gewünschtes Resultat liefere, habe ich das nächste Mal keinen Auftrag mehr. So einfach ist das. Dann Interviews, Gäste. Sie sehen halt zum Beispiel, wenn Sie diese Talkshows sehen, ganz typisch, da wird den unliebsamen Gästen wird das Wort abgeschnitten. Unliebsamen Gäste wird im falschen Kontext reingeführt. Man repetiert falsch, man fasst falsch zusammen. Es gibt da verschiedene Techniken auch da. Und natürlich der Kontext. Sinnverärgerte Auslassung zum Beispiel. Man zeigt einen Teufel und nachher zeigt man den Putin als nächstes Bild. Da hat man diese Assoziation zum Beispiel. Also das sind so kleine Sachen. Sprachliche Techniken, die Unterstellungen, unberechtigte oder falsche Behauptungen, das gibt der alte Trick, man sagt einfach, man hört sagen. Oder man sagt etwas, wie der typische Schweizer Fernsehen, man behauptet etwas, bla bla bla, und am Schluss sagen, meint die Quelle XY.
Also man, im Kopf hat man schon, aha, das ist wahr, und dann kommt am Schluss noch irgendeine Quelle, die, damit sich die Redaktion auch rechtlich absichern kann. Manipulative Wortwahl, Wortformulierung, zum Beispiel immer das Typische, wenn Sie über Palästina hören, hören Sie nur immer die radikale Hamas, die Radikale. Also das wird bei uns in den Kopf reingetrichtert, aha, radikal Palästina. Das ist ganz klar, oder wenn Sie jetzt bei Berichterstattungen über Syrien hören, hören Sie nie die Wortwahl, die syrische Regierung. Man hört nur immer das syrische Regime. Also ganz typisch, das ist eine kleine Sache, das Regime ist ein negativ behaftet, wobei in der letzten Zeit hört man auch noch ab und zu die Regierung, weil sich das Kriegsglück jetzt gewendet hat. Manipulative Suggestionen, Assoziationen, typisches Beispiel, auch hier, man behauptet etwas, wir sehen es dann mit, es seien Luftanschläge gewesen, wobei überhaupt noch nie bewiesen ist, dass überhaupt Luftanschläge gewesen sind. Und natürlich, das habe ich des Öfteren übersetzt, manipulative Übersetzungen, ganz klassisches Beispiel, Ahmadinejad, der ehemalige iranische Präsident, soll gesagt haben, dass man Israel von der Karte ausradieren soll, stimmt hinten und vorne nicht, war eine falsche Übersetzung, aber es hat sich konstant gehalten. Audiovisuelle Techniken, ganz einfach, man schneidet die entsprechenden Sequenzen zusammen, so wie man das will, man kann die Aussagen ganz einfach um 180 Grad drehen, indem dass man die Bilder verschieden zusammenschneidet. Opsla, das habe ich schon als zweites gemeint, manipulative Bearbeitung, das ist Zusammenschneiden, das erste ist die Auswahl der Bilder. Wie gesagt, als ich in Syrien war im Dezember, habe ich im Schweizer Fernsehen gesagt, ich gehe nach Syrien, ich habe eine carte blanche, also ich bin nicht von einem Regierungsvertreter begleitet. Der Pascal Weber, der da unten war, der wurde ständig von einem Schatten begleitet. Also ich habe filmen können, was ich will. Warum ist man zeigt nicht interessiert? Also man will das gar nicht. Ich habe auch die allen anderen Hilfsorganisationen, Médecins Sans Frontières und alle, die da für Syrien sammeln, habe ich angefragt und gefragt, ich bin in Syrien, ich würde gerne von eurem Projekt, die ihr da habt in Syrien, ein paar Aufnahmen machen. Und überall wurde abgesagt, es geht nicht oder man kann nicht. Wisst ja wieso. Okay, das ist das berühmte manipulative Einsatz von Hintergrundmusik. Sie alle mögen sich erinnern, als der Derek oder ein Tatort gewesen ist, als ich klein war, immer wenn da diese dumpfe Musik gekommen bin, bin ich hinter das Kanapé gegangen und habe gewartet, bis es vorbei ist. Das ist der manipulative Ansatz von Hintergrundmusik, muss nicht immer so sein. Und natürlich die manipulative Gestik und Intonation. Typisches Beispiel, schauen Sie mal nordkoreanisches Fernsehen an, wenn die da Moderatorin so sagt, also ganz, ganz martial, man kann das, man kann diesen Ausdruck auch so bringen. Techniken, weitere Techniken, Berufung auf die Autoritäten, der Papst hat gesagt und der Papst hat gesagt und der Autoritäten sind es auch, die man fälschlicherweise aufgebaut hat. Typisch sind da unsere Nahost-Korrespondenten. Sie kennen ja das System, ich habe mal in meinem letzten Vortrag die vier Nahost-Korrespondenten auseinandergenommen, der Pascal Weber, Erich Kiesling, Werner Fanchent und der Kurt Pelda. Und ich bin in allen von diesen Leuten bin ich an Veranstaltungen gegangen. Ich habe immer eine Frage gestellt aus dem Publikum. Welcher Einfluss hatte Otpor auf den arabischen Frühling? Otpor ist eine Firma aus Belgrad, da kann man die Revolution bestellen. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne eine Revolution in der Schweiz. Dann sagen die, kosten 50 Millionen und dann werden die so eine Revolution organisieren. Also das ist eine Firma, da kann man das bestellen. Die haben schon über 30 Länder solche Revolutionen angezettelt. Die haben gesagt, kennen wir nicht. Kennen wir einfach nicht. Alle haben gesagt, unbekannt. Und schauen Sie, wenn man als Nahost-Korrespondent solche Sachen nicht kennt, dann versteht man diese Region nicht. Oder, und das ist vermutlich das eher der Fall, man hat einen Order Mufti. Das heißt im Klartext, kennen wir nicht, gibt es nicht. Und was nicht sein kann, das darf nicht sein.
Und das ist verrückt, oder? Wir reden hier nicht von einem Fernsehen, das von irgendeinem Berlusconi gesponsert wird, sondern wir reden hier von einem Staatsfernsehen, das Sie und Sie, jeder von uns mit unseren Steuergeldern finanzieren. Die Diffamierung, das ist ein zweiter eben, dass man sagt, der Hitler von Tripoli, der Hitler von Bagdad, jetzt ist der Hitler von Damaskus im Moment dran. Die Idealisierung, typisch Amerika ist immer die Gute, wir sind ja nur in einer Friedensmission da, unsere Bomben sind die guten Bomben, unsere Bomben schützen die Zivilbevölkerung, zum Beispiel die von Mosul. Wir verwenden zwar verbotene Phosphorbomben, vor zwei Wochen wieder geschehen, aber es sind ja die guten, weil das sind schöne Phosphorbomben. Und die in Aleppo heruntergefallen sind, das sind die bösen Bomben. Und typisches Beispiel, emotionalisieren, pauschalisieren. Wenn wir von Russland reden, reden wir immer von Putin. Putin hat gesagt, Putin hat gemacht. Menschenskinder, hinter Putin gibt es noch viele andere Leute. Auch der Putin kann nicht alles und der Putin kann vor allem auch nicht alles allein bestimmen. Es gibt noch viele andere Techniken. Und dieses ganze System ist aufgebaut auf dem System vom Ponsby Morelli, Kriegspropaganda, Ponsby war ein ehemaliger Diplomat, der dann das entsprechende Modell, das ich hier gesagt habe, vorgestellt habe. Neben anderem schauen wir schnell auf die Botschaften der Kriegspropaganda. Jetzt gehen wir auf Kriegspropaganda selbst hin. Sie erhalten übrigens all diese ganzen Slides noch auf dem Internet. Sie müssen hier nichts aufschreiben. Kriegen Sie alles, ist viel zu viel. Ich gehe sie noch kurz durch. Das feindliche Lager trägt die alleinige Schuld, immer am Krieg, auch in Syrien, ist nur der Assad schuld. Der Assad ist der Böse, der Assad. Man vergisst aber, dass in den letzten drei Monaten über 500.000 syrische Flüchtlinge zurückgegangen sind nach Syrien, in das Gebiet von Assad. Erstaunlicherweise gehen alle zum Assad und nicht dort, wo die ISIS und die anderen Rebellen sind. Hä? Wir sind friedliebend und wollen nur den Krieg. Das kennen wir vom Ersten Weltkrieg, kennen wir vom Zweiten Weltkrieg, kennen wir vom Vietnamkrieg, kennen wir vom Koreakrieg, wir sind und vom Irakkrieg. Wir wollen ja nur friedliebend und wurden in den Krieg gezwungen. Der Feind hat dämonische Züge, das haben wir gesehen. Der Feind ist Hitler, der Feind ist ein Monster. Wir sind die Guten. Wir kämpfen für die gute Sache und der Feind für eigennützige Ziele. Typisch jetzt auch im Syrienkrieg. Der Assad ist ein Schlechter, aber dass der Schlechter ein Versöhnungsprogramm hat, wo er all diejenigen, die die Waffen abgeben, bereitwillig wieder in sein Land lässt und kürzlich über 600 Gefangene losgelassen hat, von dem hören wir nicht, weil das ist ja schließlich unser Feind. Und wenn der Feind etwas Gutes macht, das dürfen wir nicht wissen. Der Feind begeht mit Grausamkeit, also immer wenn der Assad eine Bombe fallen lässt, dann ist es eine schlechte Bombe, weil die trifft dann nur immer Krankenhäuser. Wir haben, glaube ich, ungefähr 500 Krankenhäuser in Ostberlin gezählt, aufgrund von all diesen Vorläufen. Es waren immer Krankenhäuser und Kindergärten, die getroffen wurden in Ost-Aleppo, oder? Das ist auch verrückt. Auch nur, um die Suggestion zu machen. Und natürlich, der Feind verwendet unerlaubte Waffen. Der Feind, der böse Assad, der verwendet Giftgas. Nur der verwendet Giftgas. Man hat jetzt zweimal festgestellt, dass das Giftgas ja von der Türkei geliefert wurde an die Rebellen und dort absichtlich oder versehentlich Unfall gegeben hat. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners aber enorm. Das musste man machen, das war der große Fehler beim Vietnamkrieg, als da die Särge plötzlich zurückgekommen sind nach Amerika, hat man gesehen, dass die Verluste eben nicht so gering waren. Und das hat auch die Heimatfront dann in den Amerika aufgeweicht. Ach, die Sache mit den Künstlern und Intellektuellen, das ist in der Schweiz genau das Gleiche. Man zahlt ein bisschen etwas oder man macht wieder unsere Freunde aus dem Schächental sind da hervorragende Meister, die erfinden immer wieder
irgendeinen Preis, einen Pulitzerpreis für Film, für Frieden, für Versöhnung, für etc., wo sie da mediale Aufmerksamkeit generieren. Kostet nichts und gibt eine große mediale Aufmerksamkeit. Die Mission ist heilig. Ja, das haben wir, das hören wir sowohl vom Direktor von Goldman Sachs, der von sich behauptet, ich zitiere ihn: Ich erfülle Gottes Werk. Der oberste Banker, ich erfülle Gottes Werk. Auch das Gleiche hat auch der Bush von sich behauptet, dass er Werk Gottes mache. Also das ist immer die gleiche Geschichte. Und das ist typisch auch in der Schweiz der Fall. Wenn man Zweifel an der Berichterstattung hat, ist man sofort ein Verräter. Either you are with us or you are with the enemy. Also wenn du nicht an meinen Blödsinn glaubst, bist du mit dem Gegner im Bett. Das sind die Botschaften der Kriegspropaganda. Wir sehen dann am Schluss, wie oft dass diese Techniken verwendet wurden in diesem Beitrag. Gibt es für generelle Verständnis hier schon eine Frage? Darf ich bitten, die Frage dann nur direkt ins Mikrofon zu stellen, weil wir diesen Vortrag hier aufzeichnen. Ja. Wie sieht es aus mit den Freimaurensignalen? Das wird ja auch immer in den Medien gezeigt, so Brillen halten und so weiter. Also mit den Freimaurensignalen, das wird immer wieder bewusst platziert. Also Sie meinen das da, es gibt die verschiedenen Handschütteln etc. Das zeigt man den Goyim, vielleicht zeigt man das auch dem wirklichen Machthaber. Man muss vielleicht die Pyramide der Macht sehen. Also wir denken immer, dass die Politiker die Macht haben, das stimmt nicht. Zu oberst auf der Pyramide der Macht sind die Geld, die Herrscher des Geldes, Banken etc. Dann kommen ihre Transmissionsriemen, Medien. Das ist schon die zweite Ebene. Und erst unter den Medien kommen die Politiker, weil die Politiker müssen sich ihre Gunst bei den Medien einkaufen. Also ich glaube, diese Freimaurersachen wird gebraucht von Zeit zu Zeit bei den Medien, um zu zeigen, wer hier der Boss ist. Weitere Fragen? Ja, bitte. Ja, vielleicht eine Zusatzbemerkung. Ich befasse mich auch mit so Machtstrukturen und Sie haben gesagt, die obere Schicht ist das Geldsystem, das stimmt in mehreren Layern, aber darüber gibt es doch mindestens ein, zwei oder drei andere Layers. Da sollte man vielleicht auch mal diskutieren. Also die Banker sind nicht die Obersten. Ich nenne hier nur zum Beispiel da die verschiedenen Geheimgesellschaften, da gehören auch da diese Freimaurer dazu, die Jesuiten, die Malta-Leute und so weiter. Also ich glaube, wenn wir dieses Thema diskutieren, müssen wir vor allem schauen, wo die Agenden liegen, weil das sind nur Werkzeuge, was wir hier sehen. Das ist richtig. Also ich beschränke mich auch ein bisschen auf die Werkzeuge. Man muss einfach sehen, ohne Geld läuft nichts. Sie können nirgendwo irgendwo Propaganda machen, Sie können keinen Konflikt anheizen, Sie können keinen Krieg führen ohne Geld. Und ohne das Fiat-Geld von 1914 würde es auch keine so lange Geldkriege geben. Weil das war ursächlich dafür, dass wir überhaupt Krieg führen. Wenn Amerika ihre Kriege aus eigenem Geld zahlen müsste und nicht unser Geld dafür missbrauchen würde, wäre der Krieg in zwei, drei Tagen fertig, weil sie haben keines. Also im Prinzip müssen wir sehen, all die Kriege, die wir jetzt, die Amerika führt, die bezahlen wir. Bezahlen die Chinesen, bezahlt der arme Inder, der arme Bangladeschi mit seinem Geld. Wir bezahlen die Kriege und niemand anders. Sie haben recht, die spirituelle Ebene darüber, das ist noch ein anderes Thema. Ich wollte es einfach mal zeigen, wo man bei den sichtbaren Orten ist. Ja. Sie haben eine interessante Ausführung gemacht oder Aussage gemacht betreffend den vier Korrespondenten.
Der Name ist mir leider entfallen, des einen Korrespondenten, der ist heute in der Bundesanwaltschaft Pressesprecher, kommt aus dem gleichen Kanton wie wir beide. Die Frage ist, für mich war das nie nachvollziehbar, der ist plötzlich vom Schweizer Fernsehen verschwunden. Wissen Sie da was Genaues? Für mich war das immer sehr nicht durchsichtig, das Ganze, wie das vonstatten gegangen ist und auch relativ schnell. Wie gesagt, leider ist mir der Name entfallen. Ja, das werden Sie dann sehen ganz am Schluss, weil wenn man die Struktur des Schweizer Fernsehens sieht und sieht man, dass sie eine Konzession vom Bundesamt für Umwelt hat und wie gesagt, das ist sehr eng damit verbandelt. Es gibt diese sogenannte Revolving Door, gibt es überall. Zum Beispiel ein berühmter Journalist von der Luzerner Zeitung, wie plötzlich Pressesprecher des VBL etc. Das ist ganz normal, weil da sieht man, das sind diese gleichen Strukturen. Auch zum Beispiel, wenn es um Strom geht, da war früher der Karrer bei der Luzerner Zeitung im Verwaltungsrat und jetzt ist der Finanzchef von der NZZ Luzerner Zeitung noch bei der CKW. Also das sind die engen Verflechtungen, die man dort hat. Es ist leider gang und gäbe, dass man solche Leute braucht, weil man baut ihr Gesicht auf mit unserem Steuergeldern und das sind dann für viele Leute ein Ankermann. Das heißt, wenn der das sagt, ja, dann muss es schon stimmen. So wie jetzt zum Beispiel der Gretig, der geht jetzt ja zur CNN offenbar und das ist ein Ankermann, da viele denken, ach Mensch, das ist ein seriöser Mann, oder? Der muss es ja wissen. Okay. Ich würde vorschlagen, dass man weitermacht, oder? Ja, ja, das war dein Wunsch und dein Wunsch ist mir Befehl, Markus. Kommen wir zu den einzelnen Techniken, redaktionelle Manipulationstechniken. Und hier sehen wir auch, wie viel Zeit das diesem Thema gemietet wurde. Es ist immer diesen 20. September, Tagesschau, Mittag, 30% der Sendezeit, Hauptausgabe, 25% der Sendezeit, Echo der Zeit, 20% der Sendezeit. Und am Abend war es dann schon nicht mehr so wichtig. 10 vor 10 hat dann noch 8 Minuten von der Sendezeit gewidmet. Also am Mittag war es relevant. Und das Verrückte in der ganzen Geschichte ist, an diesem Tag können Sie verschiedene Sender über Europa sehen. Immer das Gleiche. Praktisch genau die gleichen Thematisierungen, die gleiche Bildmaterial etc. Und das ist deshalb, weil es praktisch nur noch 3-4 Quellen gibt. Anders sieht es aus, wenn Sie andere Quellen haben. Ich schaue immer, was die Asiaten sagen, was die Iraner sagen, was die Russen sagen. Da hat man einen anderen Blickwinkel. Und dann kommt natürlich die schöne Schlagzeile. UNO stoppt Hilfe. Grausam und verwerflich. Tagesschau Hauptzeige. 10 von 10 hat keine Schlagzeilen, weil es schon nicht mehr so wichtig war. Die Waffenruhe ist gescheitert. Hilfskonvoi wird bombardiert. Die USA, Russland und Syrien schieben sich die Schuld zu. Schlagzeilen, die hier geworden sind. Dann Konfliktparteien, das ist ein ganz typisches Beispiel. Also in all dieser Berichterstattung hat man nie jemand aus Syrien oder Russland gefragt. Also es wäre doch das Einfachste. Und man sagt immer, ja, man kriege kein Visum. Also der Pascal Weber hat 4 Jahre auf ein Visum gewartet für Syrien. Glaube ich, im November hat er eins gekriegt. Und wenn Sie gesehen haben, wie der Pascal Weber über Syrien berichtet, das sei ein Failed State und er hat nur immer die armen Sachen berichtet, das Negative. Aber wenn man nicht berichtet, was man effektiv sieht, ist doch kein Wunder. Wenn Sie mir 10-mal ans Bein pinkeln und dann fragen Sie mich, darf ich noch bitte da auf deinen Coach haben, würde ich auch irgendwann mal sagen, hey, Moment, zuerst lerne mal die Toilette besuchen, bevor du in mein Haus kommst, oder? Da muss man sich auch bewusst sein, das ist genau das, weil man kriegt problemlos einen Vertreter von Syrien auf die Kamera, man kann nach Genf gehen, da hat man sofort einen Konsul, man kann jemanden fragen, der aus Syrien zurückkommt, zum Beispiel nächste Woche kommt eine 90-jährige Schweizerin zu mir nach Luzern, die wohnt seit 60 Jahren in Syrien, war Mitarbeiterin auf der deutschen, der Schweizer Botschaft und ich bin gespannt, was die mir sagt, weil sie lebt dort. Und sie kann mir sagen, was toll ist. Es gibt auch in Syrien, ich kenne jetzt ungefähr 10 Deutsche, die da unten wohnen, so seit 20, 30 Jahren. Man kann doch die fragen, die sprechen Deutsch und die können auch sagen, was sie effektiv auf der Straße empfinden. Aber nein, man will nicht. Ganz bewusst. Ich habe das gesehen
wenn ich kurz und schnell abwäge, ich habe eine als Mitglied einer Handelskammer eine Anfrage erhalten zum Helfen für gewisse Reporter aus einem bekannten Gefäß hier in der Schweiz, in den Iran. Und als sie soll einen Beitrag über Iran machen, da war von Anfang an klar, was sie machen will. Sie hat eine genommen von den ganz Reichen, die Polo spielt, und eine genommen aus den Slums von Teheran. Und das sei jetzt Iran. Sie war 4 Tage in einem Hotel und nach dem 4. Tag hat sie gesagt, Herr Burger, das Essen hier ist so schlecht. Da habe ich gesagt, ja, schauen Sie, Frau W., gehen Sie 300 Meter dorthin, da gibt es ein gutes Restaurant unten drin. Also ganz einfache Sachen. Aber man kann nicht solche Leute auf die Welt schicken, die nicht lebenstüchtig sind. Was will man mit solchen Leuten? Ich habe das Gleiche auch in El Salvador gesehen, als ich in El Salvador war. Da war bei der Schweizer Honorarkonsul war ein Bäcker aus Zug. Und der hat mir gesagt, er habe schon oft sind Leute gekommen vom Tagesanzeigen, sind nach El Salvador gekommen und haben den Beitrag schon fertig geschrieben gehabt. Das ist klar, man will nicht. Okay, also typisch, das ist etwas, was ganz typisch ist von der SRF, leider, man lässt die anderen Leute nicht zu Wort kommen. Man sagt dann immer, man habe es nicht erreicht oder es sei nicht erreichbar gewesen, blöde Dings. Drittquellen, das ist das typische Beispiel, auch wirklich schade. Man lässt die UNO zu Wort kommen und dann lässt man jemanden zu Wort kommen, die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Das ist eine Einmannorganisation aus London, der schon seit 20 Jahren nicht mehr in Syrien war und der einfach ein paar Sachen berichtet, die er von seinen Kollegen hat. Also das ist eine Quelle. Oder? Das ist einfach etwas, was man als Quelle angibt. Noch verrückter sind da diese Weißhelmen. Diese Weißhelme, das ist ganz klar, das ist eine Frontorganisation für ISIS, also quasi das Rote Kreuz der ISIS. Man kann nicht die fragen, wer schuld ist. Das ist immer klar, wer schuld ist. Und dann wird immer die Bomben vom Assad und Russen werden genau dieses Kinderhospital treffen und unschuldige Kinder treffen. Mich wundert, dass sie diese Brutkasten-Story aus dem Irakkrieg nicht wiederholt haben. Dass man sagt, die Soldaten von Herrn Assad seien in ein Spital gekommen und haben alle Kinder aus dem Brutkasten geworfen. Vermutlich ist das schon, kommt das erst beim nächsten Krieg dann wieder. Wird man das wieder gebrauchen. Und dann habe ich noch etwas auch nie gehört vorher, die Medienorganisation Aleppo 24. Wer ist das? Das sind offenbar ein paar Typen, die irgend ein paar Videos machen aus Daesh. Aber man hat nicht irgendwelche Leute gefragt, wie gesagt, die dort leben. Es gibt genügend Leute, die dort leben. Dann typisch auch mit den Interviews. Da gibt es eine Echo der Zeit hat ein Interview geführt mit einem Vertreter der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Wer finanziert die? Bundesregierung und NATO. Was hat die gemacht? Die wollte hat eine Konferenz gemacht 2012, wo man alle Oppositionellen und Rebellen zusammengenommen hat und schon die Post-Assad-Zeit diskutiert hat. Also man fragt 2016 bei einer Quelle nach, die ganz klar schon eine eindeutige Richtung hat, weil sie haben die Post-Assad-Gegebenheit diskutiert. Und natürlich, das wissen Sie, jeder, der die Anstalt sieht, das ist eine der wenigen Sendungen, die ich überhaupt noch sehe, also ich habe den Fernseher aus meinem Leben verbannt. Das ist eine Sendung, die hat eine sehr gute Zusammenfassung gemacht über die Stiftung Wissenschaft und Politik. Also es ist einer dieser sogenannten NGOs. NGOs, da komme ich auch noch ein bisschen darüber, das hat man mal gesagt, was früher die CIA gemacht hat, inoffiziell, machen heute die NGOs offiziell. Und deshalb schmeißt auch der Russland die NGOs aus dem Land, deshalb schmeißen auch die Chinesen die NGOs aus dem Land und die Iraner sowieso. Also man will mit diesen sogenannten Non-Government Organizations, die in Tat und Wahrheit eben Government Organizations, nichts mehr zu tun haben. Und das wird dann bei uns immer groß aufgepusht. Ah, dann kommt der WWF, wer hat WWF gegründet? Aha, kommt Greenpeace,
Wer hat Greenpeace gegründet? Man muss immer schauen, wer war seinerzeit die Gründer? Wer hat das Geld gegeben? Was sind ihre Agendas? Und dann sagt man, das ist immer das Gleiche. Wir haben auch jetzt diese ganzen Krawalle im G20-Hamburg-Zeug. Da, wenn man da hingehen würde, da würden Sie sehen, da sind Leute bezahlt. Ich habe das bei einer einfachen Demonstration, ich muss es auch noch schnell ausführen, entschuldige mich, Markus. Einfache Demonstration in der Gemeinde Emmen. Immer wenn der Zirkus Royal kommt, kommen ein paar Antifas nach Emmen. Und das wird jedes Mal in unserem Emmen-Gemeindeblättchen groß angekündigt, dass es eine Demonstration sei. Seit Jahren. Und dann, wie es so ist, ich laufe da mit, mache meine Fotos und am Ende, als die Demonstration fertig ist, bleibe ich dann stehen und warte. Und warte, die Polizei geht weg und warte und warte. Und plötzlich kommt jemand, der diesen Leuten ein Kuvert in die Hand drückt. Weil alle bekommen Geld. Und ich habe es gesehen, wie die Leute mit Zürcher Bussen nach Emmenbrücke gefahren sind, um diese Demonstration zu machen. Nein, das ist organisiert. Also wenn Sie, glauben Sie es mir, auch wenn Sie wieder mal so eine Schlange vor einem Apple Store sehen oder sonst irgendetwas, die Leute kann man alle kaufen. Rent a Crowd heißt diese Firma. Wenn Sie irgendwie jemanden brauchen, wenn ich zum Beispiel der Markus sagt, ich will einen vollen Saal von 300 Leuten und jedes Mal, wenn ich das sage, laut schreien und applausen, das kann man alles bestellen. Kostet ein paar Franken, aber das ist alles machbar. Du hast es nicht nötig, ich weiß es. Okay. Das ist vielleicht noch eine... Moment schnell. Auslassung vom Kontext, das ist ganz typisch. Man hat nur gesagt, dass die syrische Regierung die Waffenruhe beendet hat. Weshalb hat man nicht gesagt. Man hat auch nie gesagt, dass es nur Ost-Aleppo betrifft. Aleppo ist immer Aleppo. Ost-Aleppo ist 15% von ganz Aleppo. Und nur dort hat es zum großen Teil Krieg gehabt. Es hat natürlich auch ein bisschen Zerstörung im Westen gehabt, aber hauptsächlich im Osten wurde gekriegt. Und ganz wichtig da, wir kommen dann auch drauf, und bei allen sagt man, das seien vermutliche Luftangriffe gewesen. Wir kommen dann noch die sogenannten Luftangriffe. Typisches Bild von den Luftangriffen sehen wir hier. Jetzt müssen wir uns einfach ein bisschen überlegen. Überlegen wir uns einfach ganz kurz, was passiert, wenn ein Luftangriff kommt? Ein Luftangriff kommt eine Bombe von oben. Und wenn eine Bombe von oben kommt, dann müsste eigentlich diese Wände nach außen geknickt sein. Oder dann müsste hier etwas nach außen geknickt sein. Also das hier, ich bitte, behaffen Sie mich nicht, ich bin nicht Forensiker, aber für mich sieht das ein bisschen fishy aus. Das sieht man aus, wenn man von hier abgefackelt hat. Also wir kommen dann noch darauf. Also man ging automatisch davon aus, es seien Luftwaffenangriffe. Aber nach meinem Dafürhalten sind es das nicht. Gibt es zum ersten Teil ein paar kurze Fragen, sonst hat der Markus wieder... Wer hat noch eine Frage? Ja? Moment, ja. Komm. Ja, jetzt. Sie haben erwähnt, dass es wichtig ist, gute andere Informationsquellen zu benutzen, zum Beispiel russische, ist mir klar, zum Beispiel Russia Today, aber asiatische, das würde mich interessieren. Was gibt, kann man da schauen oder hören oder lesen? Da gibt es zum Beispiel Asian Times, da gibt es diverse japanische Blogs. Dann gibt es ganz klar Press-TV, also Press-TV Iran, presstv.ir. Die haben auch, IRIB hat ein deutsches Programm, das auch sehr gut berichtet. IRIB ist der iranische Rundfunksender. Schaut einfach ein bisschen dahin. Es gibt sehr viele, es gibt sehr gute Blogs. Wenn Sie zum Beispiel über Syrien informiert werden wollen, ich schaue das täglich mindestens dreimal an, das ist noch ein Parteibuch.blogspot, noch ein Parteibuch, das ist sehr gut über Syrien. Und es gibt eine sogenannte Live Map, also eine aktuelle Karte, wo die einzelnen Ereignisse von Syrien ziemlich gut dargestellt sind. Das wäre syria.liveuamap.com.
Also wie gesagt, ich kann es Ihnen dann auch am Schluss nochmal sagen, das gibt alles. Das Problem ist einfach, ich habe das von meiner Studentenverbindung gelernt, Information ist eine Holschuld und ist nicht eine Bringschuld. Wenn mir jemand eine Botschaft bringt, das hat der Konrad Humbler sehr gut gesagt, der war übrigens ein Jahr Verwaltungsratspräsident von der NZZ, ist offenbar war zu gescheit für die NZZ, dass sie ihn weggemobbt haben. Und dann hat man gesagt, wenn mir jemand eine Botschaft sagt, überdenke mir immer, weshalb bringt er diese Botschaft gerade zu dieser Zeit an mich? Was will er damit? Deshalb, es ist aufwendiger, man muss suchen, aber eine Botschaft ist eine Nachricht, ist eine Information, ist unbedingt eine Hohlschuld. Also man muss sie suchen, man muss aktiv sein. Das, was man gratis kriegt, ist in der Regel, ich sage es mal, Bullshit. Ich mache noch eine Anregung zu den Manipulationstechniken. Es gibt meiner Meinung nach noch eine fünfte. Und das ist die das Verschwinden lassen von Informationen aus der Öffentlichkeit. Ich gebe zwei Beispiele. Helmut Schmidt hat in einem Interview mit Sandra Maischberger sich absolut negativ über die Aktivitäten der EU in der Ukraine geäußert. Ich habe das mehreren meinen Freunden vorgespielt und seit einiger Zeit ist der Beitrag verschwunden. Aus urheberrechtlichen Gründen ist er nicht mehr auffindbar, weil man offenbar nicht hören darf, was für eine negative Äußerung Helmut Schmidt über die EU und die damaligen Zusagen gemacht hat an Russland. Und das zweite Beispiel ist die Untersuchung zu 9-11. Da hat man gesagt, ja, das wird alles untersucht und Ausschüsse und so. Und dann später wurde dann gesagt, ja, die Resultate sind auf 150 Jahre geheim. Also man sagt zuerst, man wird alles untersuchen und dann wird alles als geheim erklärt und alles bleibt im Dunkeln. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist auch der Grund. Schauen Sie, wir haben bis jetzt das Glück gehabt, dass die Mächtigen die Macht des Internets unterschätzt haben. Aber sie holen jetzt ganz stark auf. Sie werden sehen, dass wir in nächster Zukunft eine massive Zensur haben werden von verschiedenen Beiträgen, verschiedenen Nachrichten, weil wir jetzt nicht mehr so einfach zugreifen können. Man wird vor allem diejenigen auch festhalten, die auf die Nachricht zugegriffen haben. Und aus diesem Grund, und da bin ich sehr, sehr stolz und dankbar, hat mein Freund Robert Vogel und ich haben vor 5 Jahren angefangen mit der sogenannten Enigma-Box. Wir haben eine Verschlüsselungsbox gemacht, wo man einmal sicher miteinander kommunizieren kann. Und jetzt, aufgrund dieser Ereignisse, kommt in den nächsten 2 Monaten auch unser Server dran, wo wir all diese Beiträge, die wir finden, aufschalten und die dann bei uns sichtbar sind für die meiste Publikum. Und das gibt Beiträge, die wir dann nur in unserem gesicherten Netz aufschalten werden. Das ist vielleicht ganz wichtig. Es geht nicht darum, hier Propaganda zu machen. Ich will hier nicht etwas verkaufen, aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir sehr viele Sachen sind bereits zensiert. Jeder von uns hat einen Computer und jeder von uns geht zum Beispiel zu YouTube. YouTube sieht automatisch, das ist ein Schweizer. Ich sage es bei Ihnen, Sie haben sich in der Vergangenheit um Kroatien, Motorboot und Pferde interessiert. Da werden Sie Werbung kriegen über Kroatien, Motorboot und Pferde. Automatisch. Und das ist, bei jedem ist es anders verschieden. Ja, bei Markus wird das verschieden sein, bei mir ist es verschieden. Man hat die personalisierte Filter hat man bei uns bereits eingestellt. Ja. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Enigma-Box so gemacht, dass man für das Netz sichtbar ist, entweder aus Russland, entweder aus Amerika, entweder aus Schweden, aus Ungarn etc., sodass wir den Computer überlisten können, von wo wir kommen. Hat übrigens auch einen Einfluss auf den Preis Ihres Flugtickets. Wenn Sie ein Flugticket aus Ungarn kaufen, bei der Swiss kostet das viel weniger als Schweizer. Also ganz klar, einfache, pragmatische Sache. Also das kommt. Bitte passen Sie auf, in Zukunft wird immer mehr Informationen wird vorfiltriert. Mhm. Typisches Beispiel, ich muss Markus ein bisschen ausholen. Ich weiß, du willst mich nachher killen, aber es ist trotzdem. Es ist gut. Typisch ist der Spruch, wenn Sie das Mittagsmagazin raus, da gibt es eine Hannelore Fischer, die immer so sagt, alles, was Sie heute wissen müssen. Habe ich gesagt, hallo Mädchen,
Du bestimmst sicher nicht, was ich wissen muss. Da müssen Sie wissen, das ist die typische Sprache. Ja, nächste Frage. Ja, wenn ich gleich anknüpfen darf. Wenn wir gucken, wer arbeitet hier drin mit Windows oder Macintosh? Alle. Hä? Kostet einen Haufen Geld, ist im Prinzip Schrott, kommt alles aus den Staaten. Es gäbe freie Systeme wie Linux schon seit 20 Jahren. Ja, aber wer nutzt's? Ich. Ja, ja, die Dame meint, Linux sei jetzt auch an diesen Filtern angeschlossen. Ich will damit was anderes sagen. Es geht mir darum, warum kauft unsere Wirtschaft, unsere Studierten, unsere Wirtschaftsgelehrten für teures Geld bei Mikroschrott ein? Und warum machen sie nicht, ähnlich wie zum Teil jetzt deutsche Städte, setzen auf ein freies Betriebssystem? Wie in München? Wie München, genau. Oh, und das hat einen tiefen Grund, denke ich. Genau, was wir vorhin angeschnitten haben. Alle die von den Staaten kontrollierte Softwareanbieter und Produzenten sind dort überwacht und wissen genau, was sie einbauen müssen, damit das funktioniert. Und ich denke, es geht darum, dass ein freies System, das eigentlich auch nicht gefährlich ist, weil es da gibt verschiedenste freie Organisationen, die daran arbeiten, diese weiterentwickeln, sind natürlich nicht gewillt, das mitzumachen. Und ich denke, das ist das Gefährliche. Und das Schlimme daran ist, unsere Gesellschaft merkt es nicht und wir bezahlen eben für den Schrott auch noch. Also wir bezahlen zweifach. Entschuldigung, wir bezahlen für die Propaganda, wir bezahlen auch für unsere Überwachung mit Microsoft. Und richtig, wir zahlen selbst. Ja, und wir bezahlen auch, wissen Sie, ich bin im Verein Gigahertz. Wir wehren uns gegen die Handystrahlen. Die Strahlen ist einmal das größte Versuchslabor für Mobilfunk. Aber noch ganz wichtig, das habe ich als Anwalt nie begriffen, weshalb haben die Richter seit 15 Jahren immer so komische Urteile gefällt, wenn es um Handyantennen geht. Ich weiß wieso. Weil das Telefonieren ist nicht das primäre Ziel der Mobilfunkindustrie. Das primäre Ziel ist die Überwachung. Man kann jedem sagen, jeder von uns, der jetzt hier ein Handy hat, man weiß, aha, du bist am Samstag von 9 bis 12 hier in Ilmenau gewesen, also musst du vermutlich mit den bei der Bürger für Bürger gewesen sein. Das ist mir klar geworden in Los Angeles. Ich war 15 Jahre in Los Angeles jeden Winter bei meiner Freundin und die Rechnung von AT&T, also die normale Telefonrechnung, dazu mal gab es noch kein Handy und so, und so, wurde immer von einer israelischen Firma gemacht. Und da, jetzt heute ist mir klar, es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern mit wem du die Korrespondenz hast. Das ist viel wichtiger. Also. Ich muss etwas intervenieren. Vom Zeitlichen her ist es so, dass wir uns überlegen müssen, wie wir das machen. Wir haben schon noch etwas Zeit, aber... Das war dein Wunsch und dein Wunsch ist ja. Mein Befehl. Also. Ja, ja. Aber wir müssen uns... Gut, machen wir. Ich habe verstanden. Wes Brot ich lässt, das Lied ich sing. Gut. Wir kommen zur sprachlichen Techniken. Also wie immer, Unterstellungen. Typisch, der SRF unterstellt, dass es ein Luftangriff war. Normales Denken und viele Analytiker haben auch gesagt, das stimmt nicht, das ist vermutlich vom Boden ausgelegt worden oder kann auch mit einer Granate oder Artillerie gemacht worden sein. Dann sagt man die mit Fassungslosigkeit und dann kann man entweder von syrischen oder russischen Flugzeugen. Natürlich steht dies für die USA außer Frage. Welche Legitimation hat die USA, solche Sachen außer Frage zu stellen, wenn sie ja nicht einmal fähig waren, vier Flugzeuge, die in den Twin Towers geflogen sind, rechtzeitig abzufangen, die größte Armee. Nicht einmal ins Pentagon, schauen Sie mal, das ist verrückt, oder? Das hat kein, aber da will man sagen, okay, wir haben hier Intelligence, Blödsinn. Allerdings deutet viel darauf hin, eben, das war wieder die Luftwaffe, es ist immer die Unterstellung. Aha, es müsste ja, und der Angriff soll entweder von syrischer oder russischer Seite kommen.
Für die USA ist das klar, wie wenn die USA die moralische Instanz ist im Krieg, in jedem Krieg in der Welt. Die haben den vermutlich auch bestellt. Ja, klar. 10 vor 10 nach dem offensichtlich vorsätzlichen Luftangriff. Das kann auch einen unbeabsichtigten sein. Also, wieso den Vorsatz? Wissen Sie, als Anwalt ist vorsätzlich klar definiert, wissentlich und willentlich. Kann hier gar nicht stimmen. Hilfskonvoi, gezielt aus der Luft bombardiert und die Verdacht, natürlich, die Verdacht zwischen Luft und Armee. Und ein Konvoi wurde vergangene Nacht sogar aus der Luft angegriffen. Hier ist das sogar, wie wenn das etwas ganz Schlimmes wäre. Stellen Sie sich vor, ich habe dich nicht mit dem Messer getötet, sondern sogar mit einem Gewehr. Also, gut. Schweizer Fernsehen bedeutet die Wortwahl, es war hier nur in diesem Beitrag der Fall, aber wie gesagt, immer haben sie den Wort Regime. Assad-Regime, syrische Propaganda, sie reden sogar von Propaganda, machen selbst Propaganda. Wenn jemand sagt, die andere macht Propaganda, kann man davon ausgehen, dass sie selbst Propaganda macht. Subvention, also die Unterstellungen, das macht die Schweizer Radio und Fernsehen relativ häufig Gebrauch. Also besonders verwerflich, Sie sehen, der Angriff endete einige Stunden, nachdem man ja den Waffenstillstand beendet erklärt. Aber Sie haben extra abgewartet, bis der Waffenstillstand fertig ist und dann haben Sie zugeschlagen. Sie haben nur abgewartet, bis der Waffenstand, das ist besonders verwerflich. Oder? Und dann, es ist immer im Kontext, das sind die Bösen, die einfach die Waffenruhe für sich gebrauchen, um aufmunitionieren, damit sie nachher wieder losschlagen können. Man hätte auch anders sagen können, das sehen Sie in einem Wortlaut, man hätte genau das Gegenteil sagen können mit den gleichen Worten. Und die russische Verteidigung ließ heute Abend verlauten, dass der Konvoi von bewaffneten Fahrzeugen begleitet worden war. Dies könnte als indirektes Eingeständnis verstanden werden. Also, jetzt müssen wir mal überlegen. Die Russen begleiten diesen Konvoi mit bewaffneten Fahrzeugen und beschießen sich selbst. Ist das ein Eingeständnis? Das wäre höchstens eine Dummheit. Aber das muss man immer fragen, ist das wirklich ein Eingeständnis? Stimmt doch überhaupt nicht. Okay, Sukzessionskette, eben, man sagt eben, vieles deutet darauf hin, der Angriff soll aus von sowjetischer oder russischer, für die USA ist das klar, einmal mehr. Hunderttausende sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, man dramatisiert diese ganze Situation. Und dann kommt der böse Assad und bombt das noch ab. Natürlich wurden Hilfslieferungen mit Hilfspersonal, kann das Unglück gewesen sein? Da kommt schon die Antwort, nein, natürlich nicht, das war ganz gezielt und böswillig vom Assad. Immer wieder haben wir das mit den Übersetzungen. Ich glaube, die Schweizer Fernsehen hat Mühe mit Übersetzungen. Man hat immer wieder andere Übersetzungen. Das nicht nur beim Ahmadinejad, wir haben auch hier in diesem Fall den UNO-Botschafter, wurde ganz anders zitiert, und zwar genau das Gegenteil. Immer das Gleiche. Also, ich glaube, hier überspringen wir mal die Fragesession und gehen gleich weiter zu den audiovisuellen Techniken. Man hat eine russische Drohnenaufnahme von Konvoi gezeigt, der den Konvoi begleitet. Und man hat natürlich suggeriert, diese Drohne war nur da, um zur Zielerfassung. Da hat man gesagt, aha, das ist klar, diese muss von syrischer, russischer Seite kommen, weil sie haben ja diesen Konvoi begleitet. Und ist das Gleiche mit diesem russischen Drohnenanbieter. Dass ja das Verteidigungsministerium zeigt, und das ist ein Eingeständnis, dass die Russen diesen Hilfskonvoi angegriffen haben. Vielleicht hier noch ein kleiner Einschub. Sie haben vielleicht früher schon mal gesehen, es gab einmal eine Sendung, da hat das ZDF über Syrien berichtet und hat das Videomaterial vom Irak genommen. Und zur gleichen Tageszeitung hat man das gleiche Videomaterial beim ARD genommen und hat damit einen Beitrag aus
Afghanistan kreiert. Hat man zweimal das gleiche Videomaterial genommen aus dem Irak und hat das einmal für Syrien gemacht und einmal für Afghanistan. Das geht, kein Problem. Manipulative Bearbeitung, wie gesagt, man hat einen sinnverändernden Ausschnitt von der Rede von Ban Ki-moon genommen. Als wir dachten, dass es nicht schlimmer werden kann, wird die Schwelle der Verwerflichkeit noch einmal gesenkt. Die abscheuliche, grausame und offenbar vorsätzliche Angriff auf einen Hilfskonvoi der UNO und des Roten Halbmonds ist das jüngste Beispiel. Hier spricht er noch nicht von einem Schuldigen. Er sagt noch nicht, wer schuldig ist. Aber im Kontext wird der Schweizer Fernsehen hat es so genommen, dass man aus dem Kontext ausschließen muss, dass es Syrien oder Russland für diesen Angriff verantwortlich sei, das ja der Ban Ki-moon da gesagt hat. Allerdings deutet vieles darauf hin, allerdings, dass das syrische oder russische Luftwaffe dahinter steckt. Wiederum die USA, für die ist natürlich klar, dass es nur immer der Gegner ist, der da solche Sachen macht. Die Hintergrundmusik, wie gesagt, hier hat das Schweizer Fernsehen eigentlich darauf verzichtet, in diesem Beitrag für einmal. Es ist ganz einfach, man kann unterschwellig ganz leichte, tiefe Töne machen und das erregt uns und dann das assoziieren wir immer mit Böse. Wurde hier aber bei diesem Beitrag darauf verzichtet. Auch bei der Mimik und Gestik hat das Schweizer Fernsehen für diesen Beitrag einmal verzichtet. Gut, kurze Frage, gibt es hier ganz kurze Fragen? Nur kurze. Gut, es traut sich niemand zu fragen, die Worte von Markus haben gewirkt. Weitere Techniken? Wichtig ist immer, man macht eine Frage und sagt, jemand sei eine Autorität. Das sehen Sie oft, wenn das ZDF oder SWF sagt, das ist unser Terrorismusexperte. Oder noch schöner, wenn Sie die Fassbind da irgendwie etwas quatschen lassen über Wirtschaft. Manchmal frage ich schon Mädchen, was redest du vor einem Stuss zusammen? Weißt? Dann versteht man als Ökonom nicht, was die eigentlich meint. Oder wenn, manchmal ist es so eine richtige Werbesendung für die UBS oder CS heißt es mittlerweile, genau. Entschuldigung, ich wollte nicht Crazy Swiss sagen. Aber wichtig ist, man muss immer sagen, woher der sogenannte Experte kommt und was ihn als Experten macht. Nicht jeder, der den Kopf einmal am Computer angeschlagen hat, ist zugleich ein Computerexperte, oder? Das ist. Aber laut Schweizer Fans eben schon. Weil man ihm genau gesagt in den Mund legt, du musst das sagen. Wenn du das sagst, bist du Experte, sonst nicht. Gut. Die Falschaussage haben wir gesagt. Und natürlich geht es immer zugunsten der Konfliktpartei der USA. Spezielles Diffamieren. Wie gesagt, mit Ausnahme von dem Interview wurde hier nicht festgestellt. Es kommt immer wieder vor, das Idealisieren der Konfliktpartei. Natürlich spielt der Kerry, nimmt besonders Russland in die Pflicht. Was hat der Herr Kerry für eine Autorität, um Russland in die Pflicht zu nehmen? Was hat der amerikanische Außenminister für eine Autorität, um Russland in die Pflicht zu nehmen? Er hat hier überhaupt nichts zu sagen. Er müsse auf die Finger schauen und wie gesagt, wie wenn Kerry dem Russen sagen kann, was ihm tun und lassen müssen. In einem Land, wie sie, wo kein militärischer Sieg möglich ist, müssen wir den mühsamen Weg der Diplomatie wählen, um Gewalt zu stoppen. Genau das macht der Kerry nicht. Der Kerry hat jetzt im Süden von Syrien eine Basis errichtet, ganz interessant. Genau an dem Dreieck von Jordanien, Irak und Syrien hat sie eine Basis errichtet. Die Syrer und Russen sind da rumgegangen und da hat die Russen eine Basis errichtet, damit die Amerikaner nicht mehr weiter Richtung Tresor gehen können. Und mittlerweile ist auch klar, auch wir Schweizer sind nicht ganz unschuldig. Wir lassen die Amerikaner bei einer Zementfabrik der Holcim in der Nähe von Raqqa eine Militärbasis machen. Wir sehen da ganz schön Hubschrauber landen,
sind 4 oder 5 Hubschrauber dort auf dieser provisorischen Militärbasis. Und ich habe auch in Kobane schon Hubschrauber gesehen auf den Fotos, die gar keine Militärhubschrauber sind, sondern vermutlich von irgendwelchen Ölfirmen gratis zur Verfügung gestellt werden. Die haben sogar noch die Rotorblätterbemalung der Offshore-Helikopter dabei gehabt. Das ist, muss man vorstellen, kein normaler Contractor würde einen 32 Millionen Dollar Helikopter schwarz anmalen und nach Kobane schicken, viel zu riskant, dann gibt es viel günstigeres Material. Also Sie sehen, dass man macht genau das Gegenteil von dem, was man sagt. Weil die Amerikaner wollen unbedingt eines verhindern, dass ich immer wieder sage, in diesem ganzen Krieg in Syrien geht es um die Anbindung von China nach Europa. Und die Anbindung von China und Iran nach Europa erfolgt durch Latakia, durch Syrien. Und das haben die Chinesen schon 2008 gesagt und an dem werden sie arbeiten. Und das Problem ist, man kann noch so viel Krieg führen, am faktischen geografischen führt kein Weg vorbei. Also früher oder später wird Iran und China sich über Syrien auch anbinden. Das hat das probieren die Amerikaner zu verhindern. Das ist auch übrigens der Grund, wieso das Kosovo gibt. Kosovo, haben sie ja selbst gesagt, da müssen sie einen Fehler vom Zweiten Weltkrieg korrigieren, damit sie dort im Balkan eine Basis haben, damit der Öl- und Gasfluss durch den Balkan nach Europa kontrolliert werden kann. Okay, was haben wir noch? Barack Obama will den Weg der Diplomatie weitergehen. Ha, ha, ha. Wer hat das finanziert? Wer hat das Geld gegeben? Schauen Sie mal, ich habe mich in der ganzen Syrien-Geschichte gefragt. Es gibt einen Spruch, follow the money. Und wenn Sie die syrische Commerzbank in Raqqa angeschaut haben, das ist verrückt, die syrische Commerzbank in Raqqa war bis vor einem oder 2 Monaten noch an SWIFT-System angeschlossen. Und zwar aktiv. Das heißt, die ISIS konnten über die syrische Commerzbank in Raqqa Geld empfangen und Geld versenden. Das muss man sich einmal mal vorstellen. Was soll das? Die Iraner hat man abgehängt, aber die ISIS lässt man ruhig noch dran. Also das ist völlig pervers. Also von Frieden etc., Diplomatie keine Spur. Waffenruhigung, okay, das lassen wir mal. Emotionalisieren, eben gesagt, man könnte noch ein bisschen Emotion reinbringen. Das Allerhöchste, was jetzt hier geschaut wird, ist grausam und verwerflich. Natürlich ist das grausam und verwerflich, aber es ist noch grausamer und noch verwerflicher, was die Rebellen gemacht haben, indem sie Aleppo monatelang vom Wasser abgeschnitten haben. Und deshalb musste Assad im Norden von Damaskus eingreifen, weil dort die Rebellen auch das Wasser von Damaskus abgeschnitten haben. Hat da nicht Freude gehabt, die noch zu bekämpfen. Also es wurden mehrere Wasser als Waffe benutzt. Komplett illegal. Die Amerikaner werfen Phosphorbomben. Aber wissen Sie, was Phosphorbomben sind? Wenn Phosphorbomben fallen, kann man die nicht löschen. Man kann sie nicht mit Wasser löschen. Geht nicht, die gehen in die Haut rein. Es gibt extreme Verätzungen. Und das wurde eigentlich geächtet, aber das interessiert die Amis nicht. Die werfen solches Zeug nach wie vor. Und natürlich ein Hilfskonvoi, das eignet sich immer wieder. Natürlich Hilfskonvoi, dann tötet man wieder ein Hilfs. Oder sofort bei unserem Lama, hilf gut, oder? Genauso wie unsere Hilfsgelder für Griechenland. Was sind die Hilfsgelder für Griechenland? Das ist Hilfsgelder für die europäischen Banken. Kommt kein Cent bei den Griechen an. Also einfach eine Wortvergewaltigung. Okay. Jetzt sehen wir schnell die Übersicht über die verschiedenen Techniken. Mache ich auch noch ganz kurz. Sie sehen da die entsprechende Häufigkeit. Sukzession, das ist wichtig. Schlagzeilen, Themenauswahl und Interview, wie immer. Sehen Sie nachher. Jetzt, das übergebe ich auch noch ganz schnell, damit ich noch die letzte Folie schnell zeigen kann. Propagandabotschaften, und da fasse ich es auch noch ganz kurz zusammen. Das sind noch die gleichen 10 Punkte. Und wie oft wurde sie hier angewandt bei diesem Beitrag? Da sehen Sie auch wieder, der Feind ist schuld. Wir sind friedlebend, wir haben gute Absichten, das sind die wichtigsten Propaganda. Und sehen Sie, alles pro NATO, NATO-USA kritisch, praktisch nichts. Das ist einfach verrückt. Wissen Sie, wenn das einen NATO-Sender wäre, oder wenn das einen ProSieben-Sender wäre, oder sonst irgendetwas, wäre mir das gleich.
Aber wenn es ein Sender wäre, der von uns finanziert ist, stört mich das. Sie können auch, wenn Sie jetzt nach Hause fahren, schalten Sie Ihr Radio ein. Und wenn Sie auf 10, auf eine Stunde, werden Sie vermutlich 80% amerikanische, englische Musik hören und 20% europäische oder anderssprachliche. Das ist auch etwas ganz bewusst gemacht, um uns an den englischen Slang anzugewöhnen. Die verschiedenen schön, ich höre deshalb immer den italienischen, also den Tessiner Radio, da hat man auch einen viel besseren Mix von der Musik. Aber das ist eine Vergewaltigung von unserem Volk und von unserer Sprache. Gut, jetzt noch ganz kurz. Ich bin in 5 Minuten fertig, Markus. Ich weiß, du hast ein großes Messer schon gezückt. Also, ich habe mir überlegt, okay, Schweizer Fernsehen, was kann ich machen? Was ist überhaupt Schweizer Fernsehen? Schweizer Fernsehen war ein privatrechtliches Unternehmen. Wichtig, es ist ein Verein. Und er hat eine Spezialkonzession des Bundes. Da habe ich gesagt, okay, Verein, gut, tönt mal gut. Wichtig ist, es arbeitet unter Konzession des Bundes. Also, der umfasst die Aufträge im allgemeinen Service Public. Also Service Public, da verstehe ich nicht Service NATO oder Service USA, sondern Service Public von uns Schweizern. Also, wichtig ist, wir haben, wenn Sie die Struktur des Schweizer Fernsehens verstanden haben, 3 Vereine ineinander geschlachtet. Bevor das es Mitglieder überhaupt geben kann, gibt es 3 Vereine. Es gibt den obersten Verein, der hat eine Konzession vom Bund. Dann gibt es einen Regionalverein, Deutschschweiz, und nur mit Delegiertenversammlung. Und dann gibt es noch einen Unterregionalverein, zum Beispiel Zürich, Schaffhausen oder Schaffhausen. Und erst dort im Unterverein können Sie Mitglied werden. Also ihre Einfluss in diese ganze Soße wird 3-mal gefiltert. Praktisch unmöglich. Und interessant an dieser ganzen Geschichte ist, ich habe auch der Verein, doch SRG-Verein Zürich-Schaffhausen, steht dann, diese Statuten wurde vom Verwaltungsrat bewilligt. Ich habe gesagt, hä? Seit wann gibt es einen Verwaltungsrat in einem Verein? Also total komisch, wirklich ganz, 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 ganz komische Konstruktion, die wir haben. Also, vom UWEG wurde das Ganze genehmigt. Also im Klartext, SRG, wenn ich die Genehmigung habe vom UWEG, heißt das, dass auch die bestimmen, was hier läuft, weil sonst nehmen sie mir die Konzession weg. Ganz einfach. Also wir haben hier den staatlichen Einfluss ganz klar. Wie gesagt, da gibt es die Delegiertenversammlung. Das ist die 2. Stufe, auch wieder ein Verein. Und da können Sie immer noch nicht Mitglied werden, weil Mitglied von diesem Verein kann nur wieder ein anderer Verein werden. Und hier ist die Statuten der Radio-Fernsehgenossenschaft in Zürich und da können Sie dann Mitglied werden. Aber glauben Sie mir, bis Sie die Stufe nach oben gegangen sind, hat man Ihre Gesinnung schon filtriert. Und vielleicht noch etwas von der BILAG. 70% gehen mittlerweile an die SRG und 30% gehen an die anderen. Das war eine Konzession, die man geben müsste an die anderen Organisationen, aber mittlerweile sehen Sie auch dort nur die Konservennachrichten. Aus einem ganz einfachen Grund, die anderen haben kein Geld. Punkt, Schluss. Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Anfangsfrage. Ich hoffe, dass Sie dieses Statement jetzt ein bisschen anders würdigen können nach dem Kurzvortrag. Und ich danke Ihnen und vor allem auch Markus für die Geduld und stehe jetzt, je nach Zeit, die zur Verfügung steht, für Fragen gerne zur Verfügung. Recht herzlichen Dank.